Dies wird vermutlich mein mit Abstand interessantestes Video mit unglaublichen Fakten. So unglaublich, dass ich mich wundere, warum die meisten Leute nahezu nichts über dieses Geheimprojekt wissen. Verschwörungstheoretiker ist ein Wort, das 2020 sehr inflationär verwendet wurde. In den meisten Fällen wird das Wort zur Diskreditierung einer Person verwendet. Was mich daran stört, ist, dass dadurch das Wort Verschwörung eine so negative Konnotation erhalten hat, dass viele es heutzutage für lächerlich halten, wenn Menschen gewisse Verschwörungen überhaupt für möglich halten, obwohl es unbestreitbar ist, dass in der Geschichte immer wieder sehr krasse Verschwörungen gab. Und damit die Leute, die krudeste Verschwörungen in jeder Hinsicht anzweifeln, etwas über ihre Einstellung nachdenken, möchte ich heute von einer der krassesten Verschwörungen überhaupt erzählen. Eine Verschwörung, die zu 100% erwiesen ist und heute keiner mehr abstreitet. Es geht um LSD, Nutten, Nazis, Folter und Gedankenkontrolle. Die wahren Details dieser Verschwörung sind heftiger als viele der heute kursierenden Verschwörungserzählungen. Lasst uns eintauchen in das CIA-Projekt MK-Ultra. Den meisten wird MK-Ultra ja ein Begriff sein, aber kaum jemandem wird bewusst sein, was für heftige Ausmaße dieses Projekt hatte. Auch ich bin, erst als ich für dieses Video angefangen habe zu recherchieren, auf diese unglaublichen Details gestoßen. MK-Ultra war ein geheimes Projekt der CIA zu Zeiten des Kalten Kriegs, bei dem man versucht hat, durch teils sehr folterische Methoden die Gedanken und Handlungen von Menschen zu kontrollieren. Der heilige Gral war es, Menschen dazu zu bringen, dass sie gegen ihren Willen Handlungen ausführen, an die sie sich nach der Ausführung gar nicht mehr erinnern können. Eine Art gespaltene Persönlichkeit zu kreieren, dessen eine Persönlichkeit bei gewissen Codewörtern aktiviert wird, so dass die Person dann beispielsweise einen Mord ausführt, wie im Film Manchurian Candidate. Wie spricht man das Wort? Hier einen Durchbruch zu erreichen, hätte der USA gegenüber dem damaligen Erzfeind der Sowjetunion einen erheblichen Vorteil in der Kriegsführung geschaffen. Obwohl das Projekt überhaupt erst gestartet wurde, weil man dachte, dass die Kommunisten bereits über solche Techniken verfügen, weil heimkehrende US-Soldaten plötzlich Sympathie für den Feind hatten. Eine Vermutung, die sich im Nachhinein als falsch herausstellte. Dieses Gedankenkontrolle-Projekt begann 1953 und ging bis in die 1970er herein. In den 1970er Jahren kam das ganze Ding langsam an die Öffentlichkeit und es gab Untersuchungsausschüsse zu dem Thema. Das heißt, dass die an die 20 Jahre lang menschenverachtende Experimente durchführen konnten, ohne dass das Außenstehende mitbekommen haben. So viel zu Verschwörungstheorien müssten nach ein paar Jahren aufliegen, weil Mitwisser schon längst geplaudert hätten. Einzelne Details von MK-Ultra kommen sogar erst 2020 durch Bücher wie Prisoner in Chief von Stephen Kinzer oder Chaos von Tom O'Neill ans Licht. Was da genau ablief, werden wir vermutlich nie erfahren, weil das CIA natürlich ihr Bestes gab, alle Akten zu vernichten und Opfer der Experimenten mussten bei Abfindungen Geheimhaltungserklärungen unterschreiben. Fangen wir mit dem harmlosesten Part an, dem Part, von dem ihr am ehesten schon gehört habt. Der humanste Part der MK-Ultra-Experimente waren Versuche mit willigen Teilnehmern, die sich dazu bereit erklärten, für diese Experimente LSD zu probieren. Ja, viele Teilnehmer freuten sich sogar über das Ganze, weil sie die Wirkung von LSD sehr mochten, darunter auch der bekannte Schriftsteller des Buchs Einer flog übers Kuckucksnest, Ken Kesey. Die meisten Experimente waren allerdings unfreiwillige Experimente. Auch Experimente, bei denen man random Zivilisten LSD in den unterschiedlichen Situationen untergemischt hat. Die CIA stellte sogar den damals bekannten Zauberer John Mulholland ein, damit er ihnen zeigt, wie man am besten Menschen unbemerkt etwas untermischt. Beim Subprojekt von MK-Ultra mit dem Namen Operation Midnight Climax mischte man uneingeweihten Zivilisten LSD und andere Drogen unter und bezahlte Nutten, dass sie dann mit denen Sex haben, um zu schauen, wie sehr diese Kombination die Leute dazu bringt, Geheimnisse auszuplaudern. Die Nutten rekrutierte man größtenteils, indem man sie von Straftaten freisprach, wenn sie bei dem Ganzen mitmachten. Stellt euch mal vor, jemand hätte damals schon durchschaut, was ihm passiert war. Was? Du hattest gestern Sex mit einer anderen Frau? Das ist nicht meine Schuld. Ich glaube, ich hatte Sex mit einer von der CIA bezahlten Prostituierten, die mir LSD ins Wurstbrot gemischt hat. Was? Denkst du, ich bin völlig bescheuert, Walter? Das ist die Wahrheit und... B-
Bill Gates will uns alle chippen. Was? Bill Gates? Wir haben erst 1954. Der wird doch erst nächstes Jahr geboren. Einer der Hauptschauplätze von MK Ultra war das Allen Institute Memorial Krankenhaus in Kanada. Man gab hier vor, Menschen durch neue Therapiemöglichkeiten von Krankheiten wie Depression zu heilen. Also depressive Leute, die die Hoffnung hatten, in diesem Krankenhaus Hilfe zu halten, wurden ohne ihre Einwilligung die Versuchskaninchen der CIA-Experimente. Man gab den Patienten unterschiedliche Drogen wie LSD. Man versetzte sie stundenlang mit sehr heftigen Elektroschocks, damit sie ihr Kurzzeitgedächtnis verlieren. Man ließ sie stundenlang repetitive Audiobotschaften anhören, die aus einem Helm kamen, den der Patient nicht ablegen konnte. Man versetzte sie durch Drogen in einen wochenlangen Schlaf mit dem Ziel, sie die ganze Therapie vergessen zu lassen. Manche Menschen wurden durch diese Experimente geistig zu Babys, zu Menschen, die nicht mehr richtig sprechen konnten und Windeln tragen mussten. Ähnlich heftige Experimente führte man auch in manchen Gefängnissen, Psychiatrien und Suchtkliniken durch. In einer Suchtklinik versprach man heroinsüchtigen Menschen, dass sie Heroin bekommen werden, wenn sie bei den Experimenten mitmachten. Bei einem Experiment wollte man testen, wie viel LSD die menschliche Psyche so aushalten kann und gab den suchtkranken Personen über Wochen hinweg jeden Tag eine sehr hohe Dosis LSD. Es gab auch Experimente, die freiwillig waren, aber wo den Teilnehmern der wahre Grund für die Experimente verschwiegen wurde. Freiwillige aus dem Militär erklärten sich bereit, an Studien zur Heilung von einer normalen Erkältung teilzunehmen. Man setzte ihnen eine Maske auf, die sie auf keinen Fall abnehmen sollten, und betröpfelte sie mit dem Gift Sarin. Unter Panik mussten sie dann in einem Raum die Vergiftungssymptome von Schweißausbrüchen bis Atemnot aushalten, bis sie nach einer halben Stunde völlig erschöpft aus dem Raum gelassen worden sind. Sarin ist ein starkes Gift, mit dem die Nazis damals bereits an Gefangenen von Konzentrationslagern experimentierten. Was uns auch dazu bringt, warum damals ebenfalls Nazis in den Experimenten involviert waren. Da Nazi-Ärzte bereits viele menschenverachtende Experimente in Konzentrationslagern durchgeführt hatten, dachte sich die CIA: Nice, die Nazis, die haben ja schon Erfahrung mit dem ganzen Stuff. Vielleicht sind die ja so nett und helfen uns. Unter dem Codenamen Operation Paperclip schleuste man 1600 Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, welche fast alle Mitglieder oder sogar führende Mitglieder in der Nazi-Partei NSDAP waren, in die USA und gab ihnen eine neue Identität, sodass sie ungestört in Amerika leben konnten. Darunter auch Kurt Blume. Ich habe hier in aller Offenheit bekannt, dass ich ein überzeugter Nationalsozialist und Anhänger Adolf Hitlers gewesen bin. Ein Arzt, der vorher in Konzentrationslagern Folterexperimente vor allem mit Giften, Keimen und Bakterien gemacht hat und diese mit dem Segen der CIA direkt weitermachen durfte. Was das Ganze noch heftiger macht, ist, dass der Hauptverantwortliche für MKUltra, Sidney Gottlieb, Jude war und dass Nazis wie Kurt Blume sogar zeitweise wieder in Deutschland foltern durften. Ja, neben Kanada und USA wurden einige Experimente auch in Japan und Deutschland unter dem Codename Artischocke durchgeführt. In Deutschland unter anderem in der Villa Schuster, heute Haus Waldhof, in der Stadt Kronberg, machte man viele brutale Experimente mit Kriegsgefangenen, bei denen man versuchte, ihnen Geheimnisse rauszukitzeln und ihr Gedächtnis danach zu löschen. Und mit rauskitzeln meine ich natürlich foltern. Man gab ihnen diverse Drogen und folterte sie auf unterschiedlichste Weisen, häufig bis zum Tod. Bei den ganzen MK-Ultra-Experimenten wird als eingesetzte Droge immer nur LSD genannt. Sie machten aber auch Tests mit vielen anderen Drogen wie Kokain, Pilze, Mescalin oder THC. Mescalin verwendeten die Nazis damals übrigens auch bei den Experimenten in den KZs. In THC sah die CIA anfangs ein so hohes Potenzial, dass sie es voreilig als Wahrheitsserum bezeichneten. Teilweise testete man auch, wie unterschiedliche Gase, hohe oder niedrige Töne, hoher oder niedriger Druck, der Entzug von Calcium oder gewissen Vitaminen, Vibrationen, Hitze oder Kälte und lange Isolation auf ihre Opfer wirkten, im Kontext von Manipulation. Man folgerte beispielsweise, dass Isolation jeden brechen würde, auch die, die einen noch so starken Willen haben. Die Hauptbesessenheit dieser Experimente war aber tatsächlich das LSD.
Hier einige Filmaufnahmen der LSD-Experimente. I've lost all the time perceptive. I'm sorry, well, sometimes I've been confused about which is reality and which isn't. Die CIA-Leute waren so interessiert an der Substanz, dass sie eines Tages den kompletten Vorrat der Welt an LSD, das damals nur von einer Firma in der Schweiz produziert wurde, aufgekauft haben. Sie waren so besessen davon, dass die meisten Studien zu LSD, die damals gemacht wurden, auch eigentlich von der CIA finanziert wurden. An Universitäten und andere Institute schickte man, natürlich verschleiert, Geld, um die Forschung da voranzutreiben. Die CIA hat LSD so krass gepusht, dass man sogar sagen kann, dass sie mitverantwortlich war für die Gründung der Hippie-Bewegung in den 60ern, die sich auch stark um LSD drehte. Eine sehr ironische Entwicklung. Eigentlich sollte LSD als Kriegswaffe eingesetzt werden und weil das CIA besonders durch die freiwilligen Experimente LSD populär machte, wurde eine Antikriegsbewegung gestartet. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, was kam überhaupt bei den Experimenten raus? Haben die einen Weg gefunden, wie man Menschen kontrolliert, deren Gedanken steuert? Und wie flog das ganze Projekt 20 Jahre später auf? Hat es was mit dem vertuschten Mord von Frank Olson zu tun? Die Antwort auf diese Fragen bekommt ihr im nächsten Video zur mehrteiligen Open Mind Aufklärungsreihe zu MK Ultra. Bis dahin, erinnert euch an dieses Video, wenn ihr euch das nächste Mal über jemanden lustig macht, der gewisse Verschwörungen für möglich hält. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Irgendwie habe ich jetzt so gesprochen, als würde da jetzt noch was kommen, aber da kommt nichts mehr. Woo!